überhaupt darauf kommt, ein Grammatikkonzept zu entwickeln und so Fragen klären, wie man sowas macht, welche Fragen sich da im Vorfeld stellen und wie man so ein Projekt umsetzt. Vielleicht kurz vorab zu meiner Person, zu meinem fachlichen Background. Ich studiere Latein und Sportlehre am Gymnasium. Ich habe über das Studium hinausgehend sehr viel im Bereich Gehirnforschung, Motorik und Kognitionsforschung gearbeitet, im Bereich Psychologie und Gesundheitsforschung an der Uni Regensburg und an der University of Minnesota in den USA. Weshalb ich das erwähne, ist dann vor allem später, dann, wenn ich das Konzept kurz anspreche, wichtig, weil viele Bereiche aus den Hintergründen hier mit eingeflossen sind. Ich habe viel im Bereich Unternehmertum gemacht, Entrepreneurship, also Entwicklung neuer Geschäftskonzepte und Ansätze, die es so bisher nicht gegeben hat. Und aus diesem, sage ich mal, vielfältigen Erfahrungspool heraus habe ich die Firma Die Wissensmakler gegründet, eine Firma im Bereich Wissenstransfer. Es geht also darum, komplizierte Wissensinhalte zu vereinfachen, sie zu konkreten Produkten, Konzepten, Dienstleistungen weiterzuentwickeln, um dann im letzten Schritt Produkte zur Verfügung zu stellen, mit denen eine leichte und effektive Anwendung der Wissensinhalte möglich ist für die Anwendung. Das erste Produkt der Firma Die Wissensmakler ist eben die Lateinschablone, das neue Grammatikkonzept. Latein universal wie als Sprachberater. Man kann im Vorfeld sagen, dass der Bereich Wortschatz isoliert betrachtet werden muss. Es ist ein reines Grammatikbuch. Wortschatz ist generell davon zu lernen. Wie geht man an so ein Thema ran? Meiner Meinung nach ist es oft so, dass die Schüler das Problem haben, dass sie zwar allgemeine Erklärungen in einem Grammatikbuch verstehen, aber oft keine Informationen dazu finden, wie sie den konkreten Text dann in der deutschen Sprache übersetzen sollen. Weil viele Übersetzungsregeln auf Erfahrungswerten beruhen, auf die meiner Meinung nach oftmals Schüler eben noch nicht zugreifen können. Und oftmals verstehen sie zwar vielleicht Beispielsätze in der Grammatik, aber wenn es dann um einen unbekannten Text geht, wissen sie nicht, wie sie dieses Wissen im konkreten Textbeispiel anwenden sollen. Und dachte ich, das wäre eigentlich cool, so ein Grammatikkonzept zu entwickeln, bei dem man einerseits ein Theoriebuch hat, das bei einem dann Schreibtisch liegen hat, auf der anderen Seite aber Verbindung zu einem praxisnahen Nachhilfelehrer, der eben so eine Art schablonenartiges System zur Verfügung stellt, das man nicht nur bei bestimmten Beispielsätzen, sondern bei jedem beliebigen Text anwenden kann. Und um diese ursprüngliche Vision in die Tat umzusetzen, habe ich Grundideen eines Nachhilfelehrers verwendet, der 40 Jahre aktive Nachhilfe gegeben hat. Ich habe diese Grundideen dann weiterentwickelt und umstrukturiert. Das ist ein unheimlicher Zeitaufwand für mich gewesen, also das ist so eine Entwicklung über Jahre und das tagelang. Ich habe das dann eben weiterentwickelt zum Grammatikkonzept Lateinschablone. Und der Vorteil ist eben, dass die Schüler ein schablonenartiges System an die Hand bekommen, das eben nicht nur bei Beispielsätzen, sondern bei jedem beliebigen Text anwenden können. Dann vielleicht mal als kleiner Exkurs, weil ich vorhin verschiedene Forschungsbereiche angesprochen habe. Das können wir vielleicht hier mal spontan machen. Also man sieht hier das Inhaltsverzeichnis. Es sind vorne immer allgemeine Erklärungen, wie das Konzept funktioniert, wenn man beispielsweise nicht an einem Vortrag in diesem teilnehmen kann. Und dann heißt es konkret, das Grammatikkonzept Lateinschablone funktioniert demnach ganz einfach folgendermaßen. Erstens, grammatikalisches Phänomen der lateinischen Sprache im zu übersetzenden Satz erkennen. Das mussten die Schüler bisher ohnehin. Dann muss man im Inhaltsverzeichnis aufschlagen und man sieht hier in der ersten Reihe vielleicht sogar die Leute. Wenn man hier vom Themengebiet rüber schaut, sieht man, dass die jeweiligen Seitenzahlen nicht direkt untereinander angeordnet sind, sondern eher schlangenartig. Und das liegt eben zum Beispiel daran, dass wenn es bei mir jetzt passiert, ich mache die Hausaufgabe, muss ich hier nicht, wenn ich hier dieses Themengebiet nachschauen will, ein Lineal rüberlegen und schauen, welche Seite muss ich aufschlagen, sondern man sieht es dann wirklich mit einem Abstand von einem halben Meter sofort, auf welcher Seite ich aufschlagen muss. Dann interessiert Sie bestimmt auch, wie das Konzept jetzt konkret funktioniert, wenn ich schon so davon schwärme. Das ist also immer so aufgebaut, die lateinische Sprache ist grau hinterlegt, die deutsche Sprache weiß und die eigentliche Innovation an dem Buch ist dieser
unsichtbare Nachhilfelehrer, den ich hier mit eingebaut habe. Man kann sich das gar nicht vorstellen, lateinische Sprache ist wie ein Labyrinth. Ich als Schüler stehe vor einer gewissen Tür, weiß nicht, wie ich mich in dem Labyrinth zurechtfinden soll. Ich schaue also im Inhaltsverzeichnis nach, wo muss ich aufschlagen. Komme dann zum Beispiel auf Seite 52, schlage dann hier auf. Und jetzt die Innovation. Es sitzt auf jeder Seite der unsichtbare Nachhilfelehrer im Buch. Der überprüft bestimmte Kriterien, ob die vorliegen. Wenn die Kriterien vorliegen, wird hier in der weißen Spalte so eine Art schablonenartiges System präsentiert, das sich auf jeden Beispielsatz anwenden lässt. Wenn der Schüler beispielsweise ein Ticken daneben ist und sich ein bisschen vertan hat mit der Grammatik, werden konkrete Seitenverweise angegeben vom Nachhilfelehrer zum Weiterblättern, zum Beispiel zwei Seiten weiter. Wenn ich als Schüler komplett falsch bin, muss ich zurück zum Inhaltsverzeichnis und mich wieder durchs System durchhören. Meiner Meinung nach gehört so ein Grammatikkonzept, mal mit Lateinschablone, auf den Schreibtisch eines jeden Lateinschülers oder jeder Lateinschülerin. Wie es in anderen Bereichen auch der Fall ist, dass ich einen Atlas, Wörterbuch hernehme oder eine Formelsammlung, um bestimmte Sachen nachzuschlagen. So sollte man meiner Meinung nach auch eine Lateinschablone aktiv in den Lateinalltag mit integrieren. Ja, die Vorteile, die ich als allgemein so kurz präsentiert habe, stehen hier auch auf der Rückseite nochmal drauf. Also wer Interesse hat, kann sich das am Schluss gerne nochmal durchlesen, weiterführende Fragen stellen. Informationen zu dem Konzept gibt es auch auf www.lateinschablone.de. Auch die Möglichkeit, das nochmal ganz genau nachzulesen und das Buch zu erwerben. Ja, vielleicht als kurzer Ausblick noch. Es sind über den Bereich der Lateinschablone hinausgehend noch weitere Dinge in Entwicklung im Bereich Latein. Und langfristig geht es hoffentlich mit der Firma Die Wissensmakler auch noch um weitere Themengebiete und es werden weitere Konzepte und Dienstleistungen entwickelt. Vielen Dank.